oder war Patientin beim Herrn Dr. Bob zu einer Hüftoperation. Das erste Mal hat man mir gesagt, die Arthrose ist noch nicht so weit fortgeschritten. Und ich habe dann mit Physiotherapie und Schmerzmittel versucht, die Schmerzen zu unterdrücken oder ja, auszublenden. Nach einem weiteren Jahr habe ich nochmal einen Besuch hier gemacht und habe den Herrn Dr. Bob besucht und er hat mir angeraten, dass jetzt der Zeitpunkt richtig wäre zur Operation, die dann vor einem guten Dreivierteljahr stattgefunden hat. Und ich bin sehr zufrieden und kann jetzt alle sportlichen Aktivitäten, die ich vorher nicht machen konnte, wandern, schwimmen, alle wieder schmerzfrei machen und bin sehr zufrieden mit dem Ausgang der Operation. Nachdem bei Frau Köger die Beschwerden immer mehr zugenommen haben und auch eine Bewegungseinschränkung eingetreten ist, konnte sie keine Sportarten mehr durchführen und auch ihr geliebtes Wandern war nicht mehr möglich. Sie hat sich dann zu der Hüftprothesenoperation entschieden. Wir haben sie an einem Tag vorbereitet und am Tag darauf operiert. Bereits am ersten Tag nach der Operation konnte sie wieder aufstehen und die ersten Schritte wagen. Während der Woche im Krankenhaus hat sie das Gehen wieder gelernt und konnte auch wieder Treppen steigen. Danach ging sie dann für 3 Wochen in eine Rehabilitation und hat sich zu einem Kontrolltermin nach dieser Zeit wieder bei uns vorgestellt. Da konnte sie dann bereits ohne Gehstützen gehen und hat schon gemerkt, dass der Eingriff gefruchtet hat. Heute plant sie wieder Reisen und führt Wanderungen durch und kann ihren sportlichen Aktivitäten wieder nachgehen.